Jo, hallo Freunde. Pakete sind mal wieder gekommen. Ich würde natürlich gerne ein Unboxing machen. Das Paket ist von Dennis gekommen. Dennis, an dieser Stelle einmal, bevor ich es aufmache, herzlichen Dank dafür. Ein wahnsinniger durch und durch. Bitte, das Paket hat 6 Kilo. Wahnsinn, kommt aus Deutschland, hat keinen YouTube-Kanal. Vielleicht wird es einmal einer, im Augenblick noch nicht, aber ja, ich habe das Paket jetzt schon ein paar Tage zu Hause, bin aber leider zu noch nichts gekommen. Ich bin auch jetzt bei mir herin in mein Arbeitszimmer, da sind die Lichtverhältnisse ist auch nicht die besten, aber machen wir das einmal auf, natürlich mit einem Victorinox. Und ich sehe, da ist ein kleiner Brief dabei, den werden wir natürlich auch gleich einmal lesen. Ah. Hallo Carlos, heute erhältst du dein Paket mit hoffentlich für dich und deinen Turm brauchbaren Utensilien. Ich wurde etwa vor einem halben Jahr auf YouTube auf dich aufmerksam und bemerke gleich deine offene und freundliche Art, Sachen verständlich zu erklären, und die Touren mit der schönen Gegend gefallen mir auch immer. Danke. Selbstverständlich finde ich es super, dass du auf deinen Ausflügen durch die Landschaft auf immer wieder auf das leibliche Wohl denkst und an das Käfchen danach. Klar, Pflicht, ohne Käfchen geht gar nichts, aber das wisst ihr eh. Somit wünsche ich dir mit diesem Paket sehr viel Freude, einen guten Appetit und hoffentlich, dass du immer ein Käfchen greifbar hast, egal wo du dich gerade aufhältst. Mach so weiter und vielleicht darf ich dir auch mal mein erstes Video schicken, um Tipps, Trips, Änderungen und Anregungen von einem Profi zu halten. Naja, Profi sind wir weit entfernt, aber ein paar Sachen kann ich sicher an Anfänger schon sagen. Also gut, bis dahin, freundliche Grüße aus Deutschland, Dennis. Ah, jetzt bin ich echt schon gespannt. So, und jetzt werden wir da mal aufmachen und schauen wir mal, was da drin gibt. Ich bin wirklich gespannt. Nein, noch nicht. Das ist ja quasi wie Weihnachten. So, machen wir zu, dass nichts passiert. Sicherheit geht vor. Ah, na bist du noch. Alter Verwalter. Ah, Suppen. Ich werde es dann sowieso auch noch viel schöner noch mal auflegen und dann zeige ich euch das noch mal alles näher, was da drin ist. Wahnsinn, Käfchen, Suppen. Servus. Knicklicht. Ja, Käfchen, da bin ich versucht bis zu meinem Lebensende, so wie es ausschaut. Nussfruchtmix, lecker. Ich komme da gar nicht nach. Ah, super. So ein Netz, was ich auch schon mal habe für den Sommer, für die Moskitos. Perfekt. Oh, ein paar schöne Leute, mein Feuer. Kindspan. Oh, leckere Landjäger. Schinkenwurst. Na, Wahnsinn. Na, echter Wahnsinn. Pfälzer Leberwurst, Kartoffeleintopf, Pist. Ah, schwedisches kleines Topferl. Nudeln, Suppe, Käfchen, Pist, so narisch. Das bringe ich gar nicht alles auf mein Bett her. Okay, was haben wir da? Da muss man dann reinschauen, weiß ich jetzt noch gar nicht so genau. Ja, bist du. Dennis, du bist der Wahnsinniger. Das ist ja nicht normal. Warum machst du das? Echt. Bratkartoffeln. Da haben wir. Cabanossi. Käfchen. Und noch Messer dazu. Jo, Freunde. Ah. Ich bin da ein bisschen überwältigend, also so ein Paket habe ich noch nie gekriegt, das ist ja wirklich der Oberhammer.
Gut, ich schalte euch einmal kurz an, lege das da nochmal alles auf und dann muss ich euch das nochmal noch näher zeigen. Das ist ja der Überhammer pur. So Freunde, ich habe das da jetzt einmal versucht, ein bisschen zum Auflegen. Ist ja Ding unmöglich. Bitte schaut euch das an, das sind allein Käfchen. Ich wäre wahnsinnig. Ich trau durch. Ich werde Nari! Da brauche ich ein zweites Leben, dass ich die alle verzwicken kann. Stark, also wirklich. Für unterwegs. Ah, herrlich. Nussfruchtmix, sowas kenne ich bei uns gar nicht, gibt's gar nicht. Sind sicher urgeil. Suppen in alle möglichen Variationen. Perfekt, da kann ich nur sagen. Landjäger, kleine Salami zum Knappern. Wie gesagt, die Dosen, da bin ich unterwegs, versucht bis zum Geldnehmer. Und wenn ich die in der Wildnis draus futter, im Dschungel, alle Achtung. Angelbeins, Bratkartoffeln kenne ich, die habe ich bei uns schon mal gehabt, sind extrem gut, schmecken mir wirklich sehr gut. Kindspan, ja, braucht man sowieso immer. Feier mache ich trotzdem immer wieder gern. Wie gesagt, das ist so ein Netz für Moskitos über den Kopf im Sommer. Braucht man bei uns in der Gegend und der Donner, eh klar. Faltbecher habe ich zwar einen, aber zwei sind besser wie gar keinen, oder? Supi. Nein, ich freue mich echt, wie ein kleines Kind. Also, da hast du mir wirklich eine Freude gemacht, gigantisch. Ich weiß immer noch nicht, warum. Ich meine, ich bin kein großer Kanal, ich verlange keine Unterstützung, ich mache kein PayPal oder sonstiges, habe ich ehrlich gesagt nicht notwendig, aber wenn man natürlich solche Zuschauer hat und Abonnenten, das ist, ja, da fehlen einfach die Worte. Ich werde Nari! So, schauen wir da einmal noch einer, ich glaube, das dürfte eine Karabiner sein, wenn mich nicht alles täuscht, aber schauen wir mal hier, alles aufbringen. Ah, okay, ja. Kann man über einen Gürtel. Super Karabiner. Nein, braucht man immer. Kann man auch beim Molle sicher einfallen. Pipi feinst. Knicklichter zweimal. Ja, bei einer Übernachtung werde ich sicher mal aufhängen. Wird eh Zeit, wenn es wärmer wird, mache ich nämlich wieder eine. So, Messer, mittig. Schauen wir mal, was wir da haben. Bester Arsch, alter Verwalter. Wow. Also, alle Achtung, wisst ihr, was ist schon die Urgeil aus? Mit Schnur drüber gewickelt. Haha. Na Wahnsinn, Wahnsinn, echt. Also Dennis, ich bin wirklich voll begeistert, ich bin da geflasht. Ach, kann das gar nicht sagen. Ich kann mich wirklich nur bei dir ganz, ganz herzlich bedanken. Noch dazu, du hast mir geschickt, dass das Parkl am Weg ist, da habe ich gesehen, was du gezahlt hast für Postweg. Das waren nur mit 23 Euro. Wenn ich mir das anschaue, was da liegt, ich weiß immer noch nicht, wie ich sowas verdient habe, aber das gefreut mich natürlich wirklich extrem. Ich kann mich nur noch einmal tausendmal bei dir bedanken. Natürlich, wenn du ein Video hast und magst eins, ist ganz klar, dass ich dich dabei unterstütze und hilfst, so gut es geht. In dem Sinne sage ich noch einmal vielen, vielen, vielen Dank und wünsche dir noch das Allerbeste. Und meinen anderen Zuschauern, danke fürs Zuschauen und man sieht sie. Ciao, Freunde. Wow.